Alle mitgeschickt, das ist vielleicht auch noch nicht so rum. Wir wundern uns, dass man es nicht weiß. Also, das ist ja so, wenn eine Demonstration friedlich ist, dann muss man welche reinschicken, die ein bisschen was machen, damit die Postenketten, Polizei und Verstärkung knüppeln kann. So macht man das im Kommunismus. So, man sprach dann von Verletzten auf beiden Seiten, da kann ich doch wohl lachen. Helme, Schilder, Knüppel, ausreichend vorhanden. Was wollen Sie denn da machen mit Bloßen? Was wollen Sie denn da machen? Was Sie da gesehen haben, wo die eine dann mit der Tasche haute oder so, oder der andere den Stuhl nahm, das waren Genossen, nichts anderes. Absolut nichts anderes. Oder welche, die unter Hypnose aufgehetzt wurden, das zu machen. Das kann natürlich auch sein, dass man vorsichtig war, weil man wusste, dass da internationale Fernsehkameras mitfilmen. Das ist, weil sie dabei landen. Was kein Problem ist. Wie gesagt, möchte sagen, könnte jeden heute in jedem Land sofort losschicken, dass er da irgendwas Böses macht. Der Mann bleibt unter Hypnose und weiß noch nicht mal, dass ich ihn geschickt habe. So schlimm ist das. Möchte alle davor warnen und dass sie Bescheid wissen darum und dass sie sich darum kümmern, dass sowas nicht passieren kann, dass man sowas sieht. Das ist so schrecklich. Und bin so enttäuscht, dass sie das nicht mitgekriegt haben im Westen. Aber möchte sie verteidigen, also dass ein Regime, dass das Denken so brutal ist und so, das hat man nicht gemerkt. Wie soll man das merken? Wie gesagt, man geht doch nicht an eine Parteiversammlung. Und wenn man da geht, hört man sich doch auch nicht alles an. Also, man versteht auch nicht. Ja. Kein Wunder, dass die alle so nett waren, ja, und gute DDR und war doch alles so gut und ich liebe euch doch alles, wir haben doch keinem was getan. Ja. Die steckten so tief drin, sie konnten ja nicht anders. Diese Angst war so groß. Und diese Drogensucht und Heroin, das macht Hemmungsschutz. Hören Sie sich an, wie ich dabei mal geschrien habe, wo ich war. Hören Sie sich das an, was so ein bisschen Heroin macht. So, und die anderen, die haben gar kein Gas. Wir sind nur blöd. So, und Peter Geisler oder Ingrid, die haben schon so viel umgebracht, der oder war, wir müssen doch egal, wie wir sagen wollen. Also müssen wir alle zur Verantwortung gezogen werden und richtig zur Verantwortung gezogen werden. Und nicht so tun, dass jetzt 22 Jahre hier, nein, durch diese Korruption mit der BRD wird das alles verändert. Und das ist ganz gefährlich für die Welt geworden. Und deshalb muss erstmal hier zurückgedreht werden in Deutschland, nicht anders. Und wir werden nie aufgeben. Nichts und ich ersetze auch jeden und auch meine Frau kann das jetzt heute auch schon mitbekommen. Aber der hat auch die Bildung und auch das Können und das Zeug. Kann auch nicht bloß nicht so reden. Und ihre Herkunft sehen wir als bestätigt an, das ist schon die Reaktion hier im Krankenhaus. Ich möchte nochmal sagen, schon nachdem wir das rausgekriegt haben, mit den Krankenhäusern war es schon ganz, ganz schlimm. Dann nochmal mit den Doppelgängern ganz, ganz schlimm. Dazwischen nochmal, wie wir es rausbekommen haben, mit diesem, mit dem ganzen Betrug in den Behörden, dass wir vorinformiert wurden und so weiter. So, und der nächste Look, der nochmal hier, dass meine Frau ist. Was so, also ein Lügner wird das nie so deutlich sein. Möchte ich auch nochmal jungen Menschen sagen und so. Man erkennt Lügner ganz schnell. Die erzählen immer genau das Gleiche. Ganz genau das Gleiche. Das lernen sie dann auswendig und immer wieder. Gut, sie vergessen ja manchmal, was auch so dumm sind davon. Aber immer das. Aber nicht so, weil das ist ja was, was auch sofort an auffiel. Weil wir haben einfach erstmal alles gesagt, auch wenn es uns belastet ist. Und immer mehr belastet und so dumm waren wir nicht. Da haben wir schon einiges mitgekriegt. Da haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Wir sind ehrlich. Wir haben nie was gemacht. Das muss doch auch mal sein, dass da mal was Richtiges rauskommt. Und plötzlich kommt. Und damit hat man nicht mehr gerechnet. Und man hat schon mitbekommen, wie wir das dann mit den Behörden aufgedeckt haben und so mit den Ausländern und so, dass man gesagt hat, vor 2 Monaten, okay, jetzt müssen wir nochmal verunfallt werden. Die wissen noch nicht von ihren Drogen und so, dass sie selbst Heroin aufnehmen, dass man das dann eindeutig nachpassen. Doch eine total heroinsüchtige Spinne. Weil was anderes konnte man ja nicht mehr machen. Alles andere war ja im Prinzip schon weg. Ich unterbreche nochmal.